Idomenis, Flüchtlingslager an der griechisch-mazedonischen Grenze. Ein Ort, wo es ausser dem Florenz Schaffner noch andere Schweizer Flüchtlingshelfer anzieht. Eine davon ist Vanya Zernojevic. Als ich über Flüchtlingshelfer recherchiere, fällt immer wieder ihr Name. Sie hat zusammen mit anderen in der Schweiz die Hilfsorganisation Border Free Association gegründet. Vanya Zernojevic ist schon länger unterwegs. Zuerst im serbischen Preševo an der Balkanroute, dann in Idomeni. Sie ist Mitte 30 und hat ein Kind, das bei ihren Eltern in Churwalden wohnt. Weil ich sie treffen will, nehme ich per SMS Kontakt auf mit ihr und schreibe ihr auf Idomeni, ob sie schon wisse, wann sie zurückkomme. «Nein, das ist eine Katastrophe hier», kommt sofort ihre Antwort. Dann, am Abend vom gleichen Tag: «Bin jetzt im Hotel. Du kannst mich anrufen, wenn du Zeit hast.» Ich rufe an und merke, Vanya Zernojevic hat im Flüchtlingscamp in Idomeni all Hände voll zu tun. Als heimkommen denkt sie im Moment nicht wirklich. Am nächsten Tag telefoniere ich ihr nochmal und nehme das Gespräch auf. Also ich bin auf alles vorbereitet und auf das, was mich dort erwartet hat. Also es gibt keine sanitäre Anlage, nicht genug Waschanlage. Also es ist wirklich, alle haben Hunger und wir sind einkaufen zuerst und haben Brot verteilen und Essensbäckchen und wir sind fast überrannt worden. Also Leute haben richtig, richtig Hunger gehabt. Also das heisst, es geht im Moment, die Hilfe dreht sich vor allem darum, quasi den Hunger zu stillen von diesen Flüchtlingen, oder gibt es noch andere Sachen, die du kannst anpacken kannst? Also wir haben jetzt zwei Gruppen kennengelernt und sie haben so eine kleine Küche, die sie mitnehmen überall. Und sie kochen Tee und jetzt haben wir ein kleines Zelt aufgestellt und wir versuchen einfach Familie ausfindig zu machen auf dem Feld, wo auf der Wiese schlafen. Es gibt Leute, die nicht einmal Zelt haben und wir versuchen uns das Beste zu machen und die Leute versorgen mit Nahrungsmitteln und mit Hygieneartikeln. Also ihr habt Essen gekauft, sind dann quasi bestürmt worden, weil die Leute so Hunger haben. Hat man da manchmal auch ein bisschen Angst um sich? Also ich habe mein Bein schon verletzt. Das war ein Kampf, wo wir ein Auto geöffnet haben mit Essensbäckchen, sind wir also wirklich gestürmt worden und mein Bein ist, also das Knie ist ein bisschen angeschwollen und ist blau. In dem Moment habe ich keinen Schmerz gespürt, aber nachher beim Laufen und als ich so gekommen bin, als ich mich abzogen habe, habe ich gesehen, dass das Knie ganz angeschwollen ist und auf der Seite blau. Aber es ist nicht so schlimm, ich habe mich überlebt. Du bleibst sicher noch bis Ende Woche. Wie organisierst du das, also so spontan dann können bleiben? Es ist ziemlich schwierig, aber ich mache immer so spontan. Also mir, wenn ich von Zürich aus auf Balkanroute fliege, buchen sie für mich immer einen Weg. Und sie wissen genau, ich weiß nie, wenn ich zurückkomme. Es kommt immer darauf an, was passiert. Ich kann jetzt hier nicht einfach da lassen und heimfliegen, weil ich jetzt einfach eine Woche da bin. Also ich bleibe jetzt einfach sicher noch eine Woche da. Mhm. Aber deine Eltern unterstützen dich in dem Sinn, oder? Also ohne das geht es nicht. Ohne meine Eltern würde nicht gehen, weil ich einen Sohn habe, der 10-jährig ist und er ist jetzt bei meinen Eltern. Und ich habe gestern Abend mit ihm telefoniert. Er fragt jedes Mal, wenn du kommst. Und dann sage ich ihm, diese Woche bleibe ich noch da und dann melde ich mich in 2-3 Tagen bei ihm nochmal. Und dann besprechen wir die Lage weiter. Er ist sich schon gewohnt. Das ist ja nicht eine Situation, die jahrelang wird laufen, dass ich so 2-3 Wochen weg von daheim bin. Das ist jetzt im Moment so und ja, wir brauchen Hilfe. Und ich habe mich entschieden für die Arbeit. Vanya Zernojevic verschiebt ihre Abreise aus Idomeni auch nach dem Gespräch nochmal, wo ich per SMS nochmal nachfrage, auf wann sie ihre Rückreise planen, schreibt sie ein paar Tage später. «Ich weiß es noch nicht. Hier ist es so schlimm. Bis Sonntag bleibe ich sicher noch.» Am Montag darauf, nach gut 14 Tagen in Idomeni, fliegt sie schließlich über die mazedonische Hauptstadt Skopje heim auf Zürich. Ein Treffen direkt am Flughafen kommt kurzfristig nicht zustande. «Ich bin krank und müde.» Aber dann treffen wir uns am Tag darauf am Hauptbahnhof Zürich. Vanya Zernojevic wartet schon am Treffpunkt. Um uns herum ist ein Gewusel von Leuten, die auf den Zug hetzen. Wir laufen Richtung Bahnhofausgang. «Gestern Abend bin ich auch in Zürich. Ich bin heim auf Churwalden zu meinen Eltern und meinem Sohn. Ich habe ein bisschen ausgeschlafen und heute habe ich mich wieder auf den Weg auf Zürich gemacht.» «Wie geht es dir jetzt?» «Ja, es ist jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, dass so viele Bilder im Kopf verrückt spielen, dass man nicht mehr weiss, wo anfangen, wo sortieren, was könnte man noch machen, was könnte man verbessern, welche Leute soll man anrufen, wo Hilfe suchen, wo Unterstützung suchen. Das ist immer so. Die ersten 3 Tage sind die schwierigsten, immer, jedes Mal.»
Also das ist nicht das Heimkommen und das Ausruhen? Also ich habe fast keine freie Minute. Ich versuche mir immer Zeit zu nehmen, für meinen Sohn vor allem. Dann schalte ich das Telefon aus, aber ich schaffe es vielleicht eine Stunde. Und dann muss ich immer schauen, wer geschrieben hat. Weil wir haben hier in der Schweiz auch grosse Gruppen von borderfreien Frauen, die arbeiten, die administrative Sachen erledigen. Und es ist auch wichtig, Sitzungen zu machen. Wir haben auch Integrationsprogramme in der Schweiz geplant. An dem sind wir auch dran am Arbeiten. Also es kommt sehr viel dazu. Was sind das? Du hast vorhin gesagt, es sind vor allem Bilder, die im Kopf herumschwirren. Was sind die stärksten Bilder, die du jetzt im Kopf hast? Also Presse war schon schlimm, aber in der Mini war noch nie etwas so Schlimmes. Also in der Mini ist wirklich schrecklich. Wenn man das Camp anschaut, also das Ganze, also Camp, muss man sich vorstellen, hat Platz für 1000 Menschen. Es sind aber sicher etwa 20'000 Menschen vor Ort. Und jeden Tag kommen neue an. Und wenn man das Camp anschaut, also sie sind im Dreck, im Wasser, es ist alles nass. Sie sind voll krank alle und sind richtig Hunger. Also so etwas habe ich noch nie erlebt, dass die Leute wirklich um ein Stück Brot kämpfen. Also man ist geschlagen, also ich bin geschubst worden, wo wir Brot aus dem Auto geholt haben. Sie sind wirklich Hunger. Und dass das in Europa passiert, vor unseren Augen, das kann man fast nicht glauben. Das, ich bin sprachlos, wirklich. Die Bilder vom Elend gehen der Vanja Zernojewitsch noch Tage oder Wochen lang nach. Und auch Einzelschicksal beschäftigen sie. Weil es gibt immer wieder Bekanntschaften mit Flüchtlingen, die sie dann aber plötzlich wieder aus den Augen verliert. Wir haben uns wirklich Freundschaft abgeschlossen mit Familien, die dort geblieben sind. Und man denkt immer darüber nach, was passiert jetzt mit ihnen? Haben sie kalt? Sind sie krank? Wie geht es ihren Kind? Wir haben einen Mann besucht, haben Essen vorbeigebracht und sein Sohn hat auf dem Gleis gespielt. Und es, also, die campen richtig auf dem Bahngleis. Und es ist ein Stromschlag, hat ihn verwünscht. Und 60% hat man noch gehört, vom Körper sei verbrannt. Aber er ist im Spital irgendwo, ich weiß nicht wo. Also man hat die Familie auch nicht mehr gefunden. Und dann denkt man immer, man findet ihn nicht mehr. Also er ist nicht mehr im Camp. Und über ihn denke ich viel noch, über sein Kind. Er ist gleich alt wie mein Sohn. Das nimmt einer schon mit. Die Vanja, eine junge Frau, Mutter von einem 10-jährigen Sohn, wo ihr Leben da seit ein paar Monaten immer wieder mit dem Leben im Flüchtlingslager tauscht und geht helfen. Diese zwei Welten zusammenzubringen, das ist für sie nicht immer ganz einfach. Eigentlich habe ich meinen Sohn mega vermisst und es war auch entscheidend, dass ich nach 2 Wochen wieder hierher komme. Wenn ich kein Kind hätte, wäre ich noch geblieben. Aber jetzt, mein Sohn ist im Trockenen, im Sicheren, er hat alles, was das Kind braucht und wie das Kind aufwachsen soll. Meine Eltern sorgen sich um ihn, er hat alles. Und wenn ich an die Kinder denke, dort in der Domäne, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es wirklich realistisch ist. Es ist wie ein Traum irgendwie, dass man aufwacht und will einfach wissen, dass es nicht stimmt, dass es alles nicht passiert ist. Gerade die Tatsache, dass sie ein Kind hat, macht Vanja Zernojewitsch auch angreifbar. Nicht alle können verstehen, dass sie immer wieder weggeht, die mehr oder weniger heile Welt in der Schweiz verlässt und mit einem Flüchtlingscamp tauscht, wo es ums Überleben geht. Also ich kenne viele Leute, die Kinder haben und das machen. Also mein Sohn ist bei meinen Eltern. Ich habe ihn nicht allein gelassen. Er hat alles, was er braucht. Und mit ihm habe ich auch geredet. Ich mache immer so 1 Woche oder 2 Wochen Einsätze, komme wieder heim. Ich arbeite im Moment nicht. Ich habe per 1. November gekündigt. Ich bin auch nicht beim RAF. Meine Eltern unterstützen mich. Mache das. Ich finde das einfach, das passiert jetzt. Und das ist nicht irgendwie jemandem go helfen und von daheim wegbleiben. Es ist enorm wichtig, dass wir Leute vor Ort haben und dass jemand sich um die Leute kümmert. Seit Vanja das erste Mal in einen Einsatz gegangen ist, sind mehrere Monate vergangen. Mich nimmt das Wunder, wie es überhaupt darauf gekommen ist, sich für Flüchtlinge zu engagieren. Sie hat selber eine Migrationsgeschichte, ist nämlich als Kind mit ihren Eltern während dem Krieg zu Jugoslawien in die Schweiz geflüchtet. Vanja sagt, sie hat das letzte Jahr eine Art Schlüsselerlebnis gehabt, wo sie dazu bewogen hat, sich in der Flüchtlingskrise einzusetzen. Also das war im Facebook, das war gar nicht so präsent in den Medien, was passiert. Und im Facebook habe ich so ein Video gesehen an der mazedonisch-serbischen Grenze, wo Mazedoner die Flüchtlinge nicht durchgelassen haben. Und man hat sich geschlagen und Tränengas. Und das Bild mit einem Kind, also es war ein Vater mit seinem Sohn in der Arm. Und das ist einfach in mir wie ein Feuerwerk ausgelöst. Also ich habe einfach gesagt, okay, jetzt muss ich etwas machen. Ich habe gerade im Facebook gepostet, die Leute, wir müssen etwas machen. Wer macht mit? Haben sich ein paar Leute gemeldet bei mir.
Schlussendlich habe ich in 4 Tagen oder 5 Tagen 2'000 Franken gesammelt, habe meinen Rucksack gepackt und bin auf Brescia geflogen. Ich bin mit der Vanya durch den Hauptbahnhof Zürich gelaufen. In der Zwischenzeit stehen wir ein bisschen außerhalb an der Strasse. Wir sind so fest ins Gespräch verwickelt, dass wir gar nicht auf die Idee gekommen sind, irgendwo abzusitzen. Die Vanya sagt, sie hat bei all ihren Einsätzen bis jetzt nie Angst um sich gehabt. Sie sagt, hart im Nehmen, das müssen wir auch sein als Flüchtlingshelferin. Und sie fordert das auch von allen anderen, die für ihre Hilfsorganisation arbeiten. Jeder, der in der Mine kommt für Border Free, muss nicht erwarten, dass er dort Begleitung hat, dass er dort auf Fragen Antwort kriegt, auf jede Frage, das gibt es nicht. Also da muss man wirklich selbstständig sein und hart im Nehmen. Es ist kalt, es regnet die ganze Zeit, man hat keinen Mittag. Also man isst, wenn man Zeit hat und ab und zu vergessen wir den ganzen Tag zu essen und dann am Abend, hey, hast du etwas gegessen? Und dann geht man schnell etwas essen. Also es ist wirklich eine Extremsituation. Aber wo habt jetzt ihr konkret dann gewohnt? Auch im Zelt oder in einer Wohnung? Nein, also wir haben jetzt 3 Mal sind wir umgezogen, immer wieder rausgeschmissen aus dem Hotel, weil es voll war, weil es schon vorher gebucht worden ist. Wir haben selber in Mazedonien geschlafen, im Hotel. Also jeden Tag über Grenzen 10 Mal. Aber eben zum Beispiel die sanitären Verhältnisse, die sind prekär, oder? Also wo geht man dann als Helfer aufs WC? Oh, das haben wir auch nicht so oft gemacht. Also WCs gibt es wirklich, vielleicht gibt es auf die 15.000, 20.000 Menschen gibt's vielleicht 10 WCs. Also wir, dann schaust du einfach, dass du nicht musst. Genau, dann schaust du, dass du nicht musst. Oder wenn wir einkaufen gehen, zu Lidl zum Beispiel, auf Policastro, dass man dort schnell in einen Kaffee geht, aufs Häuschen. Aber sonst, man denkt nicht dann selber also an eigene Bedürfnisse. Die Arbeit in einem Flüchtlingscamp, die schweisst zusammen. Unter den Helferinnen und Helfern entwickelt sich ein starkes Gemeinschaftsgefühl, erzählt Vanya Zernojevic. Es ist ganz wichtig, dass wenn wir am Abend, also 4 Abend haben, am 11, 12 Uhr, in Indomeni oder Preševo, schaue ich immer, dass wir zusammen gehen, wir Volontäre, die zusammen arbeiten, etwas essen und eins trinken. Und dann reden wir auch über das Erlebte am Tag. Es ist ganz wichtig, jeden Tag das zu verarbeiten. Nicht einfach funktionieren, das alles in die Schweiz mitnehmen und dort ist durch. Sondern wirklich jeden Abend und dann redet man, dann hat man auch lustige Geschichten, schöne Geschichten. Man bindet sich auch an die Menschen. Also man entstehen wirklich Freundschaften. Und dann lachen wir. Das ist, ab und zu ist es wirklich ein hysterisches Lachen. Weil du bist so überfordert in der ganzen Situation. Aber wir weinen auch zusammen. Also mit dem haben wir kein Problem. Es ist wirklich ein Ventil, das ganz wichtig ist für uns alle, dass man das einmal rauslässt. Was mich persönlich, wenn ich in der Schweiz bin, sind schöne Sachen, die mich traurig machen, die ich dann heulen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich denke immer, ich habe alles im Griff und nachher höre ich ein Lied oder sehe eine schöne Szene auf der Straße. Ich weiss nicht, Mutter mit dem Kind und dann fange ich an heulen. Und früher habe ich mich geschämt für das, habe das verdrängt, habe das nicht wollen, aber jetzt habe ich einfach gemerkt, das hilft mir auch. Und das muss einfach rauslassen. Die Vanya ist sich bewusst, dass nicht alle in der Schweiz gut finden, was sie macht. Sie weiss, dass es Leute gibt, die ihr Engagement verurteilen. Das hat man ihr häufig anonym, vor allem über die sozialen Medien, deutlich mitteilt. Vor allem am Anfang habe ich sehr viel schlechtes Feedback gekriegt. Ich bringe Islam auf Europa, ich helfe den Terroristen und ich soll doch mein Leben leben oder in der Schweiz den Leuten helfen. Es gibt auch Leute, die Hilfe brauchen. Das sind so Leute, die meinen Hintergrund auch nicht kennen, die nicht wissen, wer ich bin.